Glück auf und herzlich willkommen zu diesem Video. Mein Name ist Kevin, ich bin 33 Jahre alt und ich bin Schalker. Ein Leben lang. Egal wo ich bin, mit wem ich bin, wohin ich gehe, ich bring euch den Ruhrpott, bring euch den Ruhrpott. Ich habe die letzten Monate an diesem Video gearbeitet, habe viel gezeichnet, viel Videomaterial gesammelt. Und falls euch das Video gefällt, lasst einen Daumen nach oben da. Vielen Dank auf jeden Fall erstmal für jeden, der hier eingeschaltet hat. Und ich würde sagen, wir gehen direkt rein ins Video. Viel Spaß dabei! Am 18.02.1988 bin ich in Gelsenkirchen geboren. Und im Alter von 3 Jahren habe ich 1991 den Aufstieg in die Bundesliga miterlebt. Ingo Anderbrücke. Er war heute der Fleißigste. Wieder Ingo Anderbrücke, setzt entschlossen sich durch. Peter Senscheid, und darauf hatten die Fans gewartet. 2:1. Günter Eichberg, ganz Deutschland freut sich über die Rückkehr von Schalke 04 in die Bundesliga. Aber wenn wir uns mal den Rasen des Parkstadions anschauen, ich glaube, das darf man sich in der ersten Liga nicht erlauben, dann wird es Schwierigkeiten mit dem DFB geben. Ja gut, das passiert ja auch nicht jeden Spieltag einmal. Aber wenn Schalke nach dieser dreijährigen Leidenszeit jetzt aufgestiegen ist, im Nachhinein haben wir recht gehabt, wer weiß, was es hier für Auseinandersetzungen geben hätte, wenn man sie versucht hätte aufzuhalten. Zugegeben, viel davon mitbekommen habe ich nicht. Meine Reise fing ein bisschen später an. In meiner Kindheit war Jörg Berger Trainer. Für mich als Köttel war es das Geilste, wenn der Vater fragte, ob wir auf Schalke fahren wollen. Fahne raus, Trikot an und ab ins Parkstadion. Berger hatte Schalke in den UEFA Cup gebracht, doch im Herbst 1996 wurde er entlassen und Typ Stevens eingestellt. Der Knurrer von Kerkrade. In der Bundesliga landete Schalke nur auf Platz 12, aber international sorgten die Eurofighter für Furore. UEFA-Pokal 1996-97. Ich kann mich noch genau daran erinnern. Nach Abpfiff hatte mein Vater schon ein paar Bier getankt und als ich schlafen gehen wollte, sagte er: Wir fahren jetzt ins Parkstadion. Morgen brauchst du nicht in die Schule. Die Taxizentralen waren allerdings derart ausgebucht, dass mein Vater irgendwann eingeschlafen ist und ich musste am nächsten Tag doch in die Schule. Was ne Scheiße. Die darauffolgenden 3 Jahre waren eher mittelmäßig, weshalb Schalke ein neues Gesicht bekommen sollte. Eine neue Mannschaft wurde zusammengestellt, mit einem Mix aus Spaßvögeln, Eurofightern, einem unglaublichen Sturmduo und echten Liedern. Und neben dem Parkstadion entstand die Arena. Nach dieser Saison sollte sie fertiggestellt und einsatzbereit sein. Für mich persönlich gab es schon ein halbes Jahr vorher Grund zur Freude. An Heiligabend 1999 haben mir mein Opa eine Dauerkarte für die Nordkurve geschenkt. Da war ich gerade mal 11 Jahre alt. Ja, hier hat für mich damals alles angefangen. Ich habe die Dauerkarte geschenkt bekommen. Das erste halbe Jahr konnte ich nicht gehen, weil ich alleine nicht durfte und niemand sonst eine Karte hatte für die Nordkurve. Ja, und dann hat meine Mutter erfahren, dass mein Cousin auch eine Dauerkarte hat. Der war 4 Jahre älter als ich. Ja. Der hat mich da mitgenommen. Ich 12, er 16, dann ging das klar. Da habe ich alle 2 Wochen bei ihm übernachtet und dann sind wir auf Schalke gefahren. Nordkurve Parkstadion. Alle 2 Wochen. Wir waren dabei, außer ein Spiel, da war ich im Urlaub. Die Saison lief überragend. Sand und ein Penzer schossen Tor um Tor und Schalke begeisterte Fußball Deutschland. Der Ball von Möller in die Spitze, wieder am Penzer gegen Piekenhagen. Penzer drin! 0:2! Schalke wurde sogar Herbstmeister vor Leverkusen und den Bayern. Schalke greift an. In unveränderter Aufstellung gegenüber den beiden
zurückliegenden Bundesligaspielen. Möller, herrlich in den freien Raum. Lattal hat viel Platz. Seine Flanke und Ebbe Sand in der 6. Minute das 1:0. Der Titelkampf spitzte sich zu. Am letzten Spieltag musste Schalke gewinnen und die Bayern verlieren. Schalke hatte das bessere Torverhältnis, aber 3 Zähler Rückstand. Schalke löste die Pflichtaufgabe gegen Unterhaching am Ende souverän mit einem 5:3. In Hamburg schoss Sergej Barbares in der 90. Minute das 1:0 für den HSV. Schalke war Meister. Doch dann die 94. Minute. Rückpass Uifaluschi, Schober schmeißt sich auf den Ball. Freistoß für die Bayern. Als wir im Stadion realisierten, dass da auf der Videoleinwand gerade live das 1:1 der Bayern gezeigt wird, brachen alle Dämme. Das darf doch nicht wahr sein. Ich stand mit meinem Cousin noch gute 2 Stunden in der Nordkurve und kämpfte selbst mit den Tränen. Doch wir sind Schalker. So leicht kriegt uns nichts unter. Wisst ihr was? Wir sind stolz auf euch! Und ihr, jetzt kommt es! Ihr könnt schon auf die Mannschaft sein! Hey. Und stolz war man definitiv auf diese Mannschaft. 2 Wochen später holten wir den DFB-Pokal mit einem 2:0 gegen Union Berlin. Und 2002 direkt nochmal. Die kuriose Siegesfeier, als Rudi den Pokal fallen ließ, wird wohl auf ewig in allen Geschichtsbüchern stehen. Es folgten Jahre mit guten Platzierungen und internationalem Fußball auf Schalke. Die wenigen schlechten Platzierungen waren ein Jahr später vergessen, wenn wieder die Champions League erreicht wurde. Doch dieses Jahr knipst uns der Abstieg das Licht aus. Doch was haben wir nicht auch für geile Szenen in den letzten Jahren erlebt? Nachspielzeit. 7 Minuten Zeit für den Ausgleich. Konoplyanka, 4. Minute der Nachspielzeit und Naldo! Einfach nur noch irre! Ja, glaub ich's nicht! Burado, Fafan. Kein Abseits von Raul. Raul! 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 Ich sag's mal ganz leise. Wembley calling. Ha! 5! 5! Edu, give me 5! Hasta la vista, Schalke, Halbfinalista. Und bevor die Mannschaft jetzt noch mal eine Runde dreht, wollte ich euch noch sagen, dass Jefferson verlängert hat bis 2016. Thank you.
ist das 3:1 für den FC Schalke 04. Die Schichten, die gehen 8 Stunden. Wenn man sieht, wie die Leute arbeiten, macht einen natürlich auch stolz, dass man da für einen Verein auflaufen darf, der sich genau über sowas identifiziert. Der Sohnemann einen vom Platz bittet. Da muss man auch kommen. Da hier zum 6:4. Jetzt kommt man langsam schon zu einem fast hallenhandballartigen Resultat. Was für ein Freistoß. Bund macht sich lang und länger und kommt nicht ran. Lincoln. Blau am Weiß, ein Leben lang. Und wohin gehen wir? Zum SV4! Hey! Schalke ist im Hand. Wir holen uns die Meisterschaft, das wäre doch gelang. Wir hatten gewisse Wechsel. Entschuldigung. Was habt ihr? Gewisse was macht ihr in der Kabine? Rand und Band. Wir kämpfen und wir spielen jede Gegner an die Wand. Eisbock-Challenge. Draxler. Riesentor! 17 Jahre! 2 Minuten auf dem Feld. Zweiter Ballkontakt. 2 Minuten auf dem Feld. Und Julian Draxler macht das 3:2. Leider ist es im Leben so, dass schöne und schlechte Momente nah beieinander liegen. Rudi, wir sind alle unendlich traurig und wir werden dich nie vergessen. Und ich bitte euch jetzt alle aufzustehen für eine Gedenkminute.
schon natürlich gewisse Tendenzen. Horst Held hat mich informiert über das Interesse des FC Bayern München und die Möglichkeit besteht, dass ich möglicherweise im Sommer wechsle, aber das liegt natürlich bei den Vereinen und das kann ein Spieler nicht entscheiden alleine. Ich wollte nur offen und ehrlich sein zu den Leuten. Ich wollte denen mich erklären, meine Entscheidung erklären. Und sicherlich war es für diese Leute auch nicht einfach, sich mit mir an einen Tisch zu setzen. Für mich war es auch nicht einfach. Ja, ist mit Sicherheit auch für die vielen Zuschauer und Fans des FC Schalke 04 kein schöner Moment. Ich weiß, dass sie auch enttäuscht und traurig sind über diese Entscheidung. Ich bin Profifußballer, ich sehe es jetzt auch aus einer anderen Sicht. Und ich habe damals Jens Lehmann auch nicht ausgepfiffen. Bayern-Sau! Judas 2.0 und Sau, du! Exau, zieh die Scheiße, zieh das Trikot aus! Ich mein Trikot aus! Ein Blick auf die Zahlen und Fakten der letzten Jahre. 217 Millionen Verbindlichkeiten, Baustopp im Bergerfeld, Machtkämpfe im Verein, Bürgschaft vom Land Nordrhein-Westfalen, persönliche Skandale und allein 2020 ein Verlust von über 52 Millionen Euro in der Vereinskasse. Ja, man fragt sich natürlich, wie konnte es überhaupt auf Schalke so weit kommen und also was sind die Gründe und ist das noch reparabel? Kann man das noch fixen? Kann man da irgendwas machen? Können die Leute, die jetzt im Amt sind, daran was machen? Wir schauen mal rein. Die Corona-Pandemie und die damit zusammenhängenden fehlenden Einnahmen als Hauptgrund vorzuschieben, ist natürlich Irrsinn. Doch wie fing alles an? Rudi Assauer hatte eine Vision. Und in der Tat werde ich es noch erleben, dass Schalke 04 in den nächsten Jahren deutscher Meister wird. Ich werde es noch erleben. Was wurde daraus? In Clemens Tönnies hatte Rudi jemanden gefunden, der diese Vision realisieren wollte. Tönnies Bruder Bernd wurde 1994 Schalke-Präsident, verstarb allerdings bereits 5 Monate später. Clemens versprach seinem Bruder, ich werde mich um Schalke kümmern. Im selben Jahr wurde Clemens AR-Mitglied und 2001 schließlich Vorsitzender. Doch wenn der Schnee schmilzt, sieht man, wo die Kacke liegt. Unzählige persönliche Skandale warfen auch ein schlechtes Bild auf den Verein. Manager durften während Tönnies Amtszeit ungehindert Geld verbrennen und schaufelten so Stück für Stück unser eigenes Grab. Oft hatte man das Gefühl, dass Spielerverpflichtungen wohl wie folgt abgelaufen sind. Ein Spieler wurde gescoutet, dem jeweiligen Manager vorgestellt, die Presse war stets als erstes informiert und schrieb teilweise detailliert über Vertragsinfos. Bei den Verhandlungen schien der Preis manchmal egal zu sein. Man einigte sich, überwies die Ablöse, der Spieler wechselte, manche gaben scheinheilige Pressekonferenzen und oftmals verletzte sich ein Neuzugang kurz nach der Verpflichtung. Zumindest konnten Neuzugänge auf Schalke gut verdienen, egal ob sie ihr Jahresgehalt wert waren oder nicht. 2018 hatte Schalke die vierthöchsten Ausgaben der Liga in Sachen Spielergehälter. Huub Stevens hat 2002 seine erste Amtszeit auf Schalke beendet. Es folgten unzählige Trainer, wobei es die wenigsten über 1 bis 1,5 Jahre im Amt hinaus geschafft haben. Selbst die Trainer, die bei Amtsantritt als Hoffnungsträger galten, gaben auf, drehten durch oder wurden bei einer schlechten Phase vor die Tür gesetzt. Die abgelaufene Saison mit insgesamt 5 Trainern stellt dabei natürlich alles in den Schatten.
Ja, wie soll die Zukunft von Schalke aussehen? Das können eigentlich nur die Herren hinter mir in der Geschäftsstelle beantworten. Ich hoffe, sie werden ihren Worten Taten folgen lassen und Schalke wieder aufbauen und dahin bringen, wo es hingehört. In die erste Liga, vielleicht international. Der Wettbewerb wird härter und härter. Schalke muss sich anpassen und ich denke, mit diesen Jungs, die jetzt gerade dran sind, mit denen könnte es was geben. Mit Peter Knebel als Sportvorstand, den neuen Sportdirektor Ruven Schröder, Bujo als Schalker Hermann Gerland und Asa als Leiter Lizenzspielerabteilung ist Schalke definitiv gut aufgestellt. Die ersten Transfers und Entscheidungen sind bereits von diesem Team getroffen worden. Und man hat den Eindruck, dass man den Vorsprung sehr gut nutzt, den man durch den schon lange feststehenden Abstieg hat. Und auch ein anderer Bereich wird stetig ausgebaut und gewinnt mehr und mehr an noch größerer Bedeutung. Ich finde es ja schon mal klasse, dass jetzt die Amateure hier spielen und nicht mehr in Herten oder an der Gesamtschule Ückendorf, sondern einen eigenen Platz haben, direkt nah bei den Profis sind und hoffentlich ihre Skills verbessern können und irgendwann mal den Durchbruch schaffen. Wenn man an die Schalker Knappenschmiede denkt, kommt einem direkt Norbert Elgert in den Kopf. Er formt als U19-Trainer seit 2003 die Stars von morgen, die Titel im Ausland sammeln und von denen manche 2014 auch Weltmeister wurden. Doch die Knappenschmiede ist so viel mehr als das. Von der U8 bis zur U23 gibt es unzählige Trainer, Physiotherapeuten, Sportpsychologen und ehrenamtliche Mitarbeiter, die in den verschiedensten Bereichen unserer Jugend arbeiten. In den Internaten haben die Jungs verschiedene Ansprechpartner und auch die Betreuer haben immer ein offenes Ohr. Und das alles unter der Leitung von Till Beckmann, Marco Fladrich und des neuen Direktors Matthias Schober. In diesem Sommer hat die Knappenschmiede sogar ein neues Logo bekommen. Die Bedeutung der Knappenschmiede für den Verein wurde auch in der vergangenen Saison klar. Schalke startete mit 9 Spielern in die Saison, die die Knappenschmiede durchlaufen haben. 9 weitere kamen während der Saison hinzu. Schalke ist auf einem guten Weg, sich selbst und seine Werte wiederzufinden. Die Knappenschmiede ist dabei unser wichtigstes Gut und unser größter Faustpfand. Die ersten Transfers für die zweite Liga sehen sehr gut aus, müssen aber auch direkt zünden. Das Einzige, was mich nachdenklich stimmt, ist, dass wir alles auf eine Karte setzen, den direkten Wiederaufstieg. Doch was passiert, wenn das nicht klappt? Zumindest sieht es diesmal nach einem richtigen Neuanfang aus. Und wenn die neue sportliche Leitung es schafft, die Unruhe aus dem Verein zu halten, sehe ich Schalke in Zukunft auch wieder in vollem Glanz erstrahlen. Denn 1000 Freunde, die zusammenstehen, dann wird der FC Schalke niemals untergehen. Ja, 33 Jahre Schalke, das war meine Geschichte. Schalke ein Leben lang. Wie sieht eure Geschichte aus? Wie sieht deine Geschichte aus? Sag es mir, schreib es mir unten in die YouTube-Kommentare. Wenn euch dieses Video gefallen hat, lasst einen Daumen nach oben da, abonniert meinen Kanal und damit würde ich sagen, Glück auf und ciao! Ja, und damit jetzt Voice Crack. Nordkurve, hier, unten. Ich habe die letzten Monate an diesem Video gearbeitet. Vielen Dank für jeden, der zusieht. Vielen Dank. Bis auf ein Spiel? Mein Gott, ey. Hello. It's John Cena!